Neuer Tag, neues Glück. Warum haltet ihr Händchen? Alter, TF, Digga. Und unterwegs mit Elli, hallo. Hallo, ich freue mich. Heute wird Hamburg erkundet. Was ist das denn für ein Skihandschuh? Das ist doch nicht fürs Motorradfahren. Ja, das ist ein Winterhandschuh. Was ist das denn für eine Kacke hier? Was sind das für Handschuhe, Alter? Winterhandschuhe, ich habe keinen richtigen, weil ich immer so schnell friere. Das gleiche hatte ich da. Ihr seht so dumm aus, wirklich. David, deine Hosen, die sind so weit oben irgendwie. Boah, Vollgas gefahren. Also, das kann nicht wahr sein. Fährst du an jeder Ampel so an? Wollte ich auch gerade fragen. Das gibt es nicht. Fahr links, links, fahr links. Bitte fahr nach links. Das ist rechts. Entschuldigung. Das sieht richtig geil aus, ja, Mann. Fahr richtig nah an die Kamera ran. Okay, richtig schön nah. Jetzt war ich richtig nah dran. Ich bin dagegen gefahren. Echt jetzt? Schnallt euch an, Leute. Guckt euch das neue Design von Sören an. Alter Junge, ist das geil. Sören, das ist das geilste Dekor, was du je hattest, ne? Machst du jetzt wieder Elfie oder mit deinen Motorradfotos? Ich bin mir nicht sicher. Ist noch mal im Stand. Das sieht so extrem geil aus. Oh mein Gott. Also da bin ich schon ein bisschen neidisch, ne? So könnte ich auch demnächst mal, wenn ich eine Supersportler wieder habe, so eine folieren. Das steht der Ducati auch so gut, muss ich sagen. Ich finde es auch cool, dass der Tank hier schwarz ist und dann nur so ein Streifen oben nochmal, dieses rosa Chrom. Geil. Oh Junge, das sieht so sexy aus. So schön, dass du mich noch nie gestreichelt. Hey. Geile Karre. Alter, die Polierung ist richtig schön. Gib mal ein bisschen Gas hier. Alter. Alter, was ist denn jetzt los? Die klingt so geil, sag ich. Krank. Boah, das sieht aus wie ein Vergewaltigerbus hier links. Wie sieht denn ein Vergewaltigerbus aus? Genau so. Junge, einfach jemand seinen Traum erfüllt von einem eigenen Wohnmobil. Du beleidigst ihn komplett. Ey, das sieht so gruselig aus. Da würde ich nicht einsteigen. Wir müssen eigentlich mal vordrängeln. Wir haben Motorräder, hä? Wir stehen hier im Stau, Sören. Du hast richtig recht. Warum haben wir uns hinten angestellt? Oh mein Gott, wie dumm sind wir. Sören, darf ich deine Ducati auch mal fahren? Ja. Ja. Kann mich einfach selber sehen. Hallo. Aber die wird übelst heiß, wirklich. Mal gucken, wie lange das meine Beine aushalten. Dann wollen wir nicht einfach tauschen. Tauschen, womit? Ich gebe dir meinen Roller. Wie wär's? Und? Was sagt er? Abgelehnt. Was ist denn jetzt los? Du fährst 30 km/h. Oh, wie die langsam lauter wird, Sören. Oh Gott, er hat abgewürgt. Fast reingefahren. Ich habe mich so beobachtet gerade. Es ist irgendwie ganz unangenehm, ich weiß auch nicht. Guck mal, Motorradspotter. Alter, guck dir den Lambo an. Alter, David Boss, bist du's? Dann einfach wir zu. Junge, ich hab's genau gesehen. Obwohl der eine Freundin hat. Der kleine Schlawiner, Alter. Vielleicht war es ja auch seine Schwester oder so. Ich konnte damit gar nicht umgehen. Mit dem Zwinkern. Das gibt's nicht. Hä? Gefällt dir das Motorrad oder das Mädel? Geil, Mann, ja. Danke, danke. Ja, guck mal, 18 Luigi. Luigi, Hupa. It's Luigi time. Geil, wo sind die Marios? Gibt's das ist ein Mario. Ach, ein Mario. Das ist, ja, natürlich. Oh mein Gott, so spät geschaltet. Ja. So, kurzer Location-Wechsel. Ich treffe mich nämlich gleich mit einer Freundin. Und bevor ich mich mit ihr treffe, wird nochmal die Husqvarna gewaschen. So, und dafür habe ich meine SN100-Sachen. Die haben nämlich neue Produkte rausgebracht. Unter anderem den Wascheimer erstmal. Dann haben wir jetzt einen Schwamm, perfekt für die Handwäsche. Dann noch ein Waschhandschuh und Powerbike-Shampoo, damit das so richtig schön schäumt. Das werdet ihr jetzt gleich sehen. Wir sind durch mit dem Bike Wash. Die Produkte sind auf jeden Fall richtig geil. Schaut auf jeden Fall mal bei SN100 vorbei und es gibt sogar auch noch 10% Rabatt mit Annika 10 und jetzt geht's für mich weiter. So Leute, ich bin jetzt hier mit dem Transporter und habe hier mein Motorrad ausgeladen, denn jetzt gleich treffe ich Vanessa und ich werde ihr heute ein bisschen das Motorradfahren nochmal beibringen. Sie hat einen Führerschein, aber wir wollen das Ganze nochmal auffrischen, weil sie ist ewig nicht gefahren. Ich bin gespannt. Vanessa, bitte lass mein Motorrad heil. Mensch, mit Bekleidung hier. Erstmal die junge Dame. Hallo Vanessa. Hallo Nino. Und du wirst heute eine Runde fahren, stimmt's? Bist du aufgeregt? Freust du dich? Ich bin sehr aufgeregt. Ich habe Angst, was Dummes zu machen, irgendwas kaputt zu machen. Quatsch. Also wenn du da was schaffst, kaputt zu machen, das wäre schon krass, weil das Motorrad ist schon... Angenommen.
Die ist schon eigentlich relativ stabil, da kann nicht so viel passieren. Ich habe jetzt nicht so richtig Sturzpads dran, aber wenn du was kaputt machst, bin ich hier auch nicht böse. Okay. Nur ein bisschen. Und Nino, du bist heute hier seelische Begleitung oder was von Vanessa? Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was ich hier mache. Ich bin aufgegabelt. Achso, okay, alles klar. Aber aufgegabelt. Wie macht man das? Aber ich hab Bock, ich schau mir das mal an, das Spektakel hier, wie die junge Dame das hier reißt. Es wird hier ein frisches Lüftchen und jetzt würde ich sagen. Das ist die Motivation, die ich hier haben will, verdammt. Wichtig ist, natürlich Schutzkleidung. So geht das natürlich nicht. Wollen wir einen krassen Übergang machen, du drehst dich so richtig schnell und dann hast du die anderen Sachen an. Okay, warte nochmal. 1, 2, 3. Der Übergang war bestimmt richtig beschissen. Hier hast du einen Helm, Vanessa. Guck mal, ob der passt. Sicherheit ist das A und O. So nämlich. Ne, Kinders, nehmt euch ein Beispiel. Ja. Komplette Schuhe. Nö, das sieht gut aus. Fahrradfahren nicht sexy sein kann. So. Nino, kannst du weggucken? Mach einfach, ne? Ein bisschen von der Kupplung runter. Du kennst das ja eigentlich. Jetzt nochmal aus Vanessas Perspektive. Oh, okay. Okay, scheiße, in welchem Gang bin ich da dritten? Ich habe ja gelernt, immer den Seeblick lang fahren oder so. Oh, ich habe gerade keine Brille auf. Die Tränen fließen mir ins Gesicht. Komm zurück, Vanessa. Ich muss mich mehr mit dem Schalten konzentrieren. Ich sehe ja nicht, wo in welchem Gang ich bin. Das ist ein Problem für mich. Man fühlt das zwar, aber trotzdem. Ja. Es ist immer so, wenn ich dann wenden will, bin ich so, wo bin ich gerade? So, dann rechts, links. Aber fühlst du dich wohl erstmal so? Ist es ja, ich bin ein bisschen aufgeregt immer noch. Du bist ja auch noch gar nicht gefahren, oder? Du bist ja nur die FNCR damals gefahren. Da haben wir geübt noch vor deinem Führerschein, ne? Ein Fahrschullehrer war richtig komisch, stimmt's? Der meinte immer nur hinten bremsen, ne? Er hat mir auch nichts erklärt. Bin einfach gefahren. Rückenprotektor hatte ich auch nicht. Das hat er mir dann einen Tag vor der Prüfung, dann hat er mir auf den Rücken geschlagen und meinte, oh! Nimm das Führerschein, mach ein bisschen Urlaub gerade. Genau. Deswegen nochmal, hast du denn? Ich bin zu vorschriftmäßig gefahren. Und da haben die mich dann rausgewunken und haben gesagt, hier Nino, geht nicht. Du kannst nicht so langsam fahren. Ja. Ich düst aber vorbei! Ach, Scheiße! Ich muss das hochladen! Entschuldigung! Wie lange bist du jetzt nicht gefahren? Seit meinem Motorradführerschein. Wie lange ist das her? 2 Jahre? Ja. Krank. Musst du ein bisschen gucken im Straßenverkehr, ne? Dass du langsamer 50 fährst? Nee, das mache ich auf jeden Fall. Ja, ne? Aber super. Dann müssen wir noch mal ein bisschen üben mit den Kurven fahren. Ja, aber sah doch spitze aus, ne? Ja. Gut gemacht, Vanessa. Ich fahre jetzt mal nach Braunschweig.